Willkommen zurück zu meinem Free-to-Play-Projekt hier im Spiel Everdell. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, lasst am besten direkt ein Abo und ein Like da. Und wir schauen als erstes in den Shop und holen uns hier 10 Gratisbeeren ab. Und dann müssen wir erstmal Suppe nachkochen, denn wir haben aktuell keine mehr. Und dann können wir erstmal gucken, was meine Villager gerade so machen. Einer farmt Holz, der andere stellt Figuren her, einer forscht, einer auf dem Feld. Und einer ist mit der Wolleproduktion fertig. Dann gehen wir direkt mal die Wolle einsammeln. So, und dann kann der Villager mit aufs Feld, damit genug Suppe produziert wird. Und dann habe ich ein Upgrade vorgenommen. Und zwar habe ich das zweite Claylager noch verbessert. Und zwar auf Level 3. Das andere Claylager hatte ich ja schon auf Level 3. Jetzt habe ich das hier noch nachgezogen. Genau. So, dann würde ich sagen, ach so, genau, erforscht habe ich auch noch was, und zwar das Level Up für die Villager-Häuser. Momentan bin ich dabei, das Level Up für das Holzlager zu erforschen. Genau, das ist noch so, was zwischen den Folgen passiert ist. Und dann würde ich sagen, können wir hier erstmal noch 19 Holz abgeben. Und dann schauen wir mal bei Otto vorbei. Einmal 9 Clay kann er haben. 4 Mehl. 4 mal Baumwolle. 2 mal Brot. Dann noch 2 Mehl. 3 Figuren. Deswegen ist auch ein Villager da im Figuren-Workshop, um die Figuren da zu produzieren. Und noch ein Honigcookie. Dann brauchen wir jetzt noch 2 Honigkuchen und Weizen. Na gut, dann müssen wir einen Villager zum Weizen schicken. Das kann Tisch hier machen, die Figuren brauchen wir nicht mehr. So, und dann müssen wir jetzt noch 2 Honigcookies in Auftrag geben. Das können wir auch machen. Die wären noch in 5 Minuten begonnen. Sollte also nicht allzu lang dauern. Genau, dann kann ich da auch Ottos Aufgaben noch abschließen. Genau, so, das war es eigentlich auch erstmal von dem Dorf. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal ins Rally. Hier sind noch 2 Hosen fertig. So, und dann hier bei den Schiffen war ich schon recht aktiv. Da ist jetzt nichts mehr, was wir machen können. 5 Boote haben wir nicht. Ansonsten zu den Baustellen. Da kann ich ja gerade keine Task annehmen, weil ich hier gerade die Holztask mache. Ansonsten wäre hier noch ein bisschen Holz übrig. Stone ist natürlich wieder sehr viel übrig. Clay auch noch ein bisschen. Also bei der Preservery haben wir durchaus noch ein bisschen zu tun. Aber ich kann halt gerade, wie gesagt, keine Aufgaben dran nehmen. Weil ich ja, wie gesagt, hier die Holzaufgabe habe. Aber da fehlt auch nicht mehr so viel. Da fehlen jetzt noch 11 Holz. Die habe ich recht schnell zusammengefarmt. Genau, ansonsten verbessern wir immer noch die Library. Hier fehlt auch noch einiges, aber das werden wir sicherlich alles nach und nach schaffen. Das Salzfeld, ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge auch schon fertig war. Zumindest jetzt ist es fertig. Hier kann man einen Villager abstellen für 6 Stunden und bekommt dann 18 Salz. Das Salz kann man dann unter anderem hier zum Beispiel zur Suppe verarbeiten. Bekommt man 4 Suppe von. Das ist gar nicht mal so wenig. Genau, ansonsten habe ich ja in der letzten Folge die Education freigeschalten und da wollte ich euch eigentlich noch zeigen, was das bringt. Das habe ich da aber ganz vergessen gehabt. Deswegen machen wir das jetzt mal. Man geht also hier entsprechend zu den Farmers Guild oder Woodcutters Guild, je nachdem. Und hier kann man dann einen Villager quasi auswählen und den kann man dann für 1000 Gold aufleveln, quasi in dieser Fähigkeit, also den Skill anlernen. Das kostet 1000 Gold. Kostet eine Stunde und wir könnten jetzt hier zum Beispiel 10% mehr erhalten. Genau, und wenn wir dann die Library upgrade haben, stellen wir ja auch, schalten wir noch mehrere frei. Dann haben wir zum Beispiel hier noch den Claydiggers Guild und den Research Guild. Genau, und das hier sind nur Upgrades und dann kann man quasi seine Villager immer weiter leveln, damit die dann halt die Aufgaben schneller erledigen. Ja, dann können wir hier nochmal eben ein Crafting
Ach nee, ein Produkt. Ach so, dann haben wir jetzt hier, wenn ich das recht verstehe. Nee. Moment, jetzt muss ich mal eben gucken, was der Token bringt. Ach so, dann können wir mehr Sachen in Auftrag geben. Vorher konnten wir nur zwei Sachen und jetzt könnte ich hier zum Beispiel noch einen Boden in Auftrag geben. Das bringt das also. War ich gerade ein bisschen irritiert. Aber ja. So, und jetzt ist halt noch die Frage, was ich hier im Dorf als nächstes mache. Ich denke mal, ich werde. Ja, wohl, ich wollte gerade sagen, dass ich den Tresor mal baue. Aber die Sache ist, ich brauche den Tresor nicht unbedingt, weil ich erreiche nie meine 3000 Gold. Also brauche ich eigentlich nicht mehr Speicherplatz. Ich glaube, ich werde das Gold dann lieber dafür ausgeben, hier die Holzlager zu verbessern. Das ist, denke ich, sinnvoller. Ich weiß natürlich noch nicht, was es abgekostet. Das werden wir dann sehen, wenn ich es erforscht habe. Ja, genau. Das macht dann, glaube ich, mehr Sinn. Weil, wie gesagt, 3000 Gold habe ich nicht. Und selbst wenn ich mal zu viel Gold habe, dann kann ich es im Rallye immer loswerden. Also da wird auf jeden Fall kein Speicher verschenkt. Ja. Und das war es dann ehrlich gesagt auch schon wieder. Mehr kann ich momentan nicht machen. Ottos Aufgaben bin ich dabei. Holz farme ich und dann werde ich noch ein paar Goldtasten in der Rallye machen. Und deswegen gibt es eigentlich nicht mehr viel zu tun. Und dann würde ich sagen, war es auch für heute wieder. Heute mal ein sehr kurzes Video. Morgen wird auch kein Video kommen. Freitag geht es dann erst weiter. Und ja, dann heute ein kurzes Video. Das war's dann. Wie gesagt, wir sehen uns dann erst Freitag wieder. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.